Und willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Remaster, Remake, HD, Steam-Version, keine Ahnung. Ich mach mal gerade ein Bier auf. Hoffentlich habt ihr das im Hintergrund gehört. Wahrscheinlich nicht, brauchst. Ja. Folgendes, ich hab das. Nein, ich bin nur einmal gestorben jetzt beim Hund nochmal. Hab das alles nachgeholt. Wir haben im Inventar jetzt die Kreidel von draußen und die Hundepfeife. Das heißt, wir gehen auf zu die Hundepfeifen. Ich möchte nur da ganz noch kurz probieren, Tür aufsperren. Okay, da nicht. Entschuldigt. Ich bin sowieso verwirrt. Einen Moment. Ich muss mir sowieso einen Timer stellen. Ja. Schauen, ob wir das da rüben aufsperren können. Wo brauche ich den Schlüssel noch? Ich glaube im Dining Room. Schreckt mich. Okay, da ich keinen Angriff von Hunde mehr überlebe. Einen Moment, ich habe eine Idee. Also Bier am Freitagnachmittag ist schon gut. Ich bin ein bisschen paranoid, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Aufnahmen mit 60 Frames in Full HD sind schon geil, gell? Okay, das sind die Schmetterlinge. Da sind jetzt Kreidel, das. Sie reichen noch was? Nochmal. Wenige Anwendungen verwenden. Ja. Ah, wir sind wieder gesund. Sehr geil. Ja. Ich glaube. Da? Nein. Ich glaube, ich werde alle Hunde abmurksen, wo es geht. Die, was jetzt kommen, wenn ich die Hundepfeife benutze. Das heißt. Sehr geil. Du Schweinesau, du! Komm her! Ich hupf da immer in die Map ein, gell? Es tut mir leid. Yes! Wir prüfen das, Hundehalsband und... Es ist der Fake-Schlüssel. Aber wo muss ich meinen letzten Schlüssel anbringen? Das weiß ich noch nicht ganz. Sehr gut. Brauchen sie wahrscheinlich nicht mehr die Hundepfeife. Das ist ja wegen mein Traum. Okay. Da gehen wir jetzt einmal Zombies vernichten. Okay, er lebt noch. Das wird ja geil. Steh auf. Ich hoffe, der kann nicht beide jetzt gleich anzünden. Das war richtig cool. Jedenfalls hätten wir das da einmal aufgeräumt.
was mich sehr. Die Frage ist, ob ich den anzünden muss. Ich glaube, ich tue das Safety first. Ja, sehr gut. Wir schnappen uns das Kerosin. Rotes Keitel brauchen wir eigentlich nicht. Das brauchen wir auch nicht. Wir nehmen auch grünes mit. Grenade Rounds brauchen wir lang nicht. Treibstoff und das Feuerzeug. Mein Inventarsystem, das ist chaotisch, ich weiß, aber es ist so. Tatsächlich, wenn ich den jetzt nicht anzünden hätte, dann war das ein Crimson Raider geworden. Ein Crimson Head, meine ich. Crimson Raider, das war Fallout, oder? Schauen, vielleicht brennen alle zwei. Das war geil. Schade. Leider nicht. Oben in dem scheiß Zwischengang ist auch noch einer, gell? Kerosin ist da nicht drinnen, sondern Kerosin gibt es hier herüben. Ich glaube, ich muss dann in Dining Room rein, oder? Warte mal, Map. Die Hälfte, das heißt, wir können nur zweimal auffüllen. Das taugt mir aber, gell? Das taugt mir. Okay, den hätten wir anzünden, dann sind wir in Herr Oberen noch an. Ja, schön was gewesen. Ja. Schön was gewesen. Aber leider nicht, gell? Aber das macht nichts, es gibt Schlimmeres. Burn, Motherfucker! Burn. Okay. Ich geh nicht alles ausrahmen. Ah, ich glaube, da ist der fette Typ, gell? Ja. Haha. Oh fuck! Total erschreckt mich jetzt mal so erschreckt, dass ich. Entschuldigung, dass ich nicht einmal. Alter. Ah. A Crimson Head und na, was heißt das? Shotgun. Ich will da gerade anzünden. Entschuldigung, steht der Penner auf? Schon wieder Map. Wir brauchen die Shotgun. Okay, jetzt habe ich die Tier da drüben zu hingemacht. Wurscht. Shotgun Time. Ich hoffe, er erwischt mich nicht. Come on, baby, let's dance. Steh auf! Na, du dumme! Warum? Dreht sie sich um! Die
Das ärgert mich so in dem scheiß Spiel, das Auto-Aim. Das war so ein schöner, sauberer Kill gewesen und dann dreht sie sich um! Was sagen wir? Auf Caution. Auf Orange Caution. Ich hasse das Arschlochspiel. Doch. Am liebsten darf ich mich jetzt umkommen lassen. Wegen dem Arschloch da. Das war so schön gemacht. Und dann reißt mit die Steuerung wieder ein. Ich mein, da komme ich glaube ich nicht rein, gell? Helmet. Überall der Helmet Key. Geht, das ärgert mich jetzt so richtig. Aber ich sag euch was. Damit habe ich eigentlich gerechnet, damit mir die Hunde anfallen. Und du nervst mich auch total, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir ist es scheißegal, was du da tust. Geh, ich bin so verärgert. Geärgert fühle ich mich. Ich will mein Safe-Raum. Oh, Alter! Ich möchte meinen Safe-Raum geputzt haben. Geht! Dann hätte ich so geil mit der Schrot, mit zwei Schüsse aus der Schrot. Ach. Ärgert mich total. Ärgert mich gerade voll, muss ich ganz ehrlich gestehen. Okay, den hätten wir mal aufgesperrt. Wir können den Diamanten einsetzen gehen, gell? Nur in dem nächsten Raum, wo ich bin, da mag ich vorher mag ich noch andere Sachen erledigen. Bin mir nämlich nicht ganz hundertprozentig sicher, dass ich das da noch länger überlebe, deswegen muss ich mir da rausgehen und mir ein Kraut holen. Und auf dem Weg hinaus zünden wir den Penner, der jetzt verschwunden ist auf einmal, an. Okay, die Tür getriggerten Zombies, die verschwinden und werden keine Crimson Heads. Anscheinend. Sehr gut. Geh jetzt innen oder nicht innen?
Das ist die Question. Probieren wir es einmal da vorsichtshalber. Aber normalerweise geht da nicht. Ach, du schreckst mich schon wieder. Du Beidel, du. The Dining Room. From the ceiling. Schauen wir mal, ob der Schlüssel. Das ist ja geil, schaut das aus, oder? Spiegelungen und Schatten. Wo geht's denn da hin eigentlich? Ah ja! Das ist einmal ein sehr guter Fund. Nur wir müssen Frosty bleiben. Ich glaube, da gibt es einen Zombie raus, der recht aggressiv ist. Von dem wir flüchten werden. Ja. Cutscene. Scheiße. Ich meine, ich kann halt noch ein bisschen stoppen mit den Kugeln. Scheiße, scheiße, scheiße. Einmal angefallen, zwei gute Kreidel und... Munition hat es halt mal einiges gekostet, gell? Ja, wir machen noch ein Superkraut. Und ich bin schon wieder auf Warnung, das gibt's doch nicht, das Spiel ist so... unverzeihlich. Vielleicht hätte ich den zuerst aufgraben sollen, hä? Wurscht, das hat sich ausgezahlt. Einmal nur angefallen worden von dem Penner. Wenn ich ein bisschen geschickter gewesen wäre, hätte er mich gar nicht erwischt. Also wurscht, ich lasse mich jetzt einmal noch anfallen, dann kann ich das Superkreidel benutzen. Mag jetzt da schon entlang? Mein Hirn ist ein Nudelsieb. Ja, ich weiß schon wieder. Wo geht's da hin? Ich hab keine Ahnung mehr! Richard. Wir hätten einen. What happened? You're wounded. Ah, der Richard Raum ist. Is a killing zone. A battlefield, hätte ich gesagt. What did this to you? A big snake. A big snake. Had to be poisonous. Poisonous? Richard, hold on. Bring me serum. Im anderen. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Ja. Thanks. Ja, ja, sag ich. Ich sag ja, ja.
Seite. Ja. Ja, die Schlange. Also, wir haben nur bestimmte Zeit, lang Zeit. Wir müssen in den anderen Safe Room. Das heißt, wir gehen jetzt... wo sind wir? Wir sind natürlich da. Gehen jetzt links durch die Haupthalle durch, durchs Obergeschoss im Dining Room. Zweite Tier nehmen, Ovi und den Serumraum rein. Arschloch. Nerviges Arschloch. Lauf, Jill, lauf, denn Richard wird dir im Kampf gegen Jan helfen, wenn du ihn jetzt rechtzeitig rettest. Und das wäre doch eine gute Idee, oder nicht, Jill Valentine? Doch, Michi. Ja, dann... Ich glaube nicht, dass ich das jetzt momentan brauche. Ich nehme noch etwas mit. Ein rotes. Und das nutze ich, wenn ich auf Danger bin und fertig. Also ein bis zwei Mal noch angefallen werden. Riskieren, da ist natürlich nicht. Ich muss zu Richard. Rauf, 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 die Treppe rauf. Und mal dumm um die Treppe. Ich meine, der Raum ist eine... Ja, ja. Warum ist da alles klein dazu? Möge mir das jemand erklären. Mittlerweile wie Resident Evil 1 jetzt ist remastered schon so oft gespielt. Ich meine, das ist jetzt einmal mit der Chill durch, einmal mit dem Dings durch. Okay, das ist jetzt mein dritter Run-Through eigentlich. Aber das habe ich noch nie gespielt. Und... Ich kann noch immer nicht alle Räume auswendig, aber ich komme rein. Wahnsinn. Die Grafik ist schon ziemlich geil. Mir gefällt das Spiel ziemlich gut, muss ich sagen. Richard, I'm here to rescue you. Elizabeth, darling, I'm here to rescue you. Rescue you. Here, Richard. Das war rechtzeitig, sehr gut. Hang in there. Jill, here's my radio. Take it. I'm... Bier. So mit Trial and Error und so weiter habe ich bis jetzt 81 Minuten Resident Evil gespielt übrigens. Ah! Ah! Delaying the in... Es schaut ja doch nicht so schlecht aus. Da geht's jetzt zum Yawn auf, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich da den Schlüssel hab, den richtigen dafür. Und da ist ein Zombie. Aber den kann man ziemlich gut auf der Stiege da dodgen, glaube ich, wenn ich mich nicht recht erinnere. Und ich... was brauche ich da? Ich brauche das Feuerzeug da drinnen leider. Und das habe ich nicht mit, scheiße.
Hast du sonst noch so zum Sagen? I'm okay. The others. Ja. Dein Hund schaut nicht mehr gut aus. Nur zur Info. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, da geh nicht um die Tür pocht. Da geh nicht. Also, ich geh jetzt einmal nochmal oben runter in den Dining Room. Weil ich muss ja irgendwann meine zwei Schlüssel, ich hab nicht mehr zwei Schlüssel, ich muss die ja irgendwann mal anbringen, hörst. The Dining Room. Du trinkst ein Bier und ich spür's schon, hä? Den Diamanten könnte man mal mitnehmen. Nachhand. Also Zeit. Okay, da ist ein Zombie, alles klar. Kann ich die da herüben dodgen, ist die Frage. Das wird ein Manöver! Alter, ich schau mich so. Nope, kann man nicht. Schaut eigentlich. The Piano Room. Da ist eh nichts zum Mitnehmen normalerweise, also Ink Ribbons. Ein kostspieliger Flügel natürlich. Okay, und jetzt wieder so zurück runter rüber. Ich hasse den Zombie da. Ich meine, auf der Stirn kann ich in Dodge schon probieren. Auf dieser Stiege nämlich. Schauen wir mal. Na, ja, das tat glaube ich ganz gut hinhauen. Ich meine, ich muss zwar dann noch einmal ver. Ja! Sehr gut, wir haben einen Schlüssel hätten wir mehr angebracht. Ja, genau. Da kommen wir vom. Also, das ist einmal ein sehr guter Fund. Sonst. Ah, Defense Dagger. Das ist auch ein sehr guter Fund. Das Spiel ist nett zu uns. Ja, passt. Mehr können wir da eh nicht tun. Das war mal ein guter Fund und die Tier ist auch aufgesperrt. Oh je. Oh je, oh je, oh je, meine. Aber ich glaube, den kann ich dodgen. Na, was machst du jetzt? Nicht herfallen. Na, 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 tu nicht so blöd. Wo kommt er jetzt? Ah, da kommt er. Fahren wir so da. He? Ja, mach's gut. Ich mag jetzt eigentlich nicht nichts mit dir zu tun haben. Tschüss. Okay,
Das wird jetzt eine Gaure. Ich werde da stehen bleiben, dann kommt er over. Vielleicht bleibe ich da drüben stehen und laufe dann innen vorbei. Genau so. Ich könnte da mal vorbeilaufen, auch eigentlich bei dem probieren. Scheiß mich an. Soll ich das probieren? Alter! Like a Pro! Ich überleg nur, wie es am schnellsten in Safe Room geht eigentlich. Inventory hätte ich auch frei. Nehmen wir mal das mit. Wir müssen jetzt wieder in den Richard-Raum. Aber bevor wir in den Richard-Raum gehen, will ich endlich einmal speichern. Es ist glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt zum Speichern. Wir gehen in den guten alten Safe Room im im Westflügel. Wo wohl Barry ist. Auf die Treppe. Jo, das passt gut. Ich kann die Episode dann beenden, wenn wir speichern. Das ist mir recht, weil mein Time ist gerade abgelaufen. Wir sind jetzt wahrscheinlich über 32 Minuten oder so, abgeschätzt. Die Folgen sind so angepasst, dass ich keine Probleme habe mit Speichern, Laden und so weiter. Also wenn es sich zufällig ausgeht, dass ich innerhalb von 30 Minuten plus minus 5 Minuten speichern kann, dann mache ich das. So wie jetzt. Wir machen noch was. Wir sind zwar nur auf Caution. Aber ich glaube, ich bin da nicht mehr oft. Ich meine, ich bin da noch ganz oft. Aber nur noch für eine Anwendung. Dann sparen wir uns das auf. Dann sparen wir uns das auf, wenn es uns wirklich dreckig geht. Dirty. Einmal gratis Healing, ich meine, das ist das Beste, was da passieren kann. Habe ich da meinen Schlüssel schon probiert? Ja, okay, das ist ein Helmet. Überall brauchst du einen Helmschlüssel. Ah ja, da müssen die jetzt auch noch um, ne? Aber das ist gut zum Probieren, zum Speichern. Ist glaube ich ganz gut, weil da probieren wir. Die Noten nehmen wir mit. Dalha. Eigentlich kann ich die beide mitnehmen. Den Diamanten kann ich drüben jetzt einsetzen und die Noten kann ich noch an der einsetzen. Hust, hust, hust. Wo ist jetzt mein grünes Kraut? Sehr gut. Wir gehen speichern. Ja, ich sag einmal danke fürs Einschauen. Das war's mit Let's Play Resident Evil. Wir haben zwar jetzt eine halbe Stunde gespielt und wieder gespeichert, aber jetzt haben wir richtig viel gemacht, finde ich. Und eigentlich, bis auf den Crimson Head, war alles gut. Ich sag danke fürs Einschauen. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn's wieder heißt Let's Play Resident Evil. 0, 1. Tschüss.